sehr gut im Leben zurechtkommt. Schuddeli Beng Beng Chang Bung Chen Chung. Was? Das ist Zahnbürsten-Chinesisch. Meine, ob Frau Krüger jetzt neuen Lebensmut hat? Ich glaube schon. Worüber hast du denn mit Kuhn so intensiv gesprochen vor dem Theater? Ihnen geht aber auch gar nichts, Lisa. Na, hoffentlich. Also, worum ging's? Ach, Michael. Weißt du, ich mache mir langsam Sorgen um ihn. Er braucht ein bisschen länger, um erwachsen zu werden. Hm? Nein, das meine ich ja nicht. Ich meine, ich mache mir Sorgen um seine berufliche Zukunft. Das Hotel wird ja eines Tages Frank übernehmen. Oder bist du der andere Meinung? Nein, nein, natürlich übernimmt Frank das Hotel. Jetzt, wo er gesund ist. Na gut, und was wird dann aus Michael? Kann doch nicht ewig als Hilfskraft hier im Hotel arbeiten. Ja, oder bei Groll einheiraten. Nein, nein, das möchte ich auf keinen Fall, dass er sich da ohne richtigen Beruf bei Kroll in ein gemachtes Nest setzt. Nein, Lisa, wir müssen dafür sorgen, dass er sich mit unserer finanziellen Unterstützung eine Existenz aufbaut. Und zwar bald. Ach, und deshalb hast du mit Kuhn gesprochen? Ja. Das Einzige, wofür sich Michael doch wirklich interessiert, sind doch Motorräder und Autos. Trotzdem hat er seine Autoschlosserlehre abgebrochen. Hm, vielleicht kann ich ihn dazu bewegen, sie doch noch zu Ende zu machen. Bei Kuhn? Ja, bei Kuhn. Und er ist einverstanden. Und wie willst du es Michael schmackhaft machen? Ich habe da eine Idee. Aber das erzähle ich dir ein andermal. Mhm. Bin jetzt hundemüde. Ich glaube, ich wäre alt. Ach, was? Hm. Einen Menschen aus dem Wasser zu ziehen, das hätte ich doch früher glatt weggesteckt. Aber heute... Trotzdem morgen ein bisschen kürzer. Hm. Vielleicht sollten wir überhaupt ein bisschen kürzer treten. Nicht nur morgen. Das hast du schon oft gesagt. Du, es war mir aber noch nie so ernst. Wir haben viel zu wenig Zeit füreinander. Wann haben wir das letzte Mal den Strand speziell gemacht? Entspannt und locker. Wann war das? Ich weiß es nicht. Na, siehst du, ich auch nicht. Ist schon zu lange her. Es muss anders werden. Tja, aber wann? ¿Quieres probar tú? Toca tú. Ven. Ven. Toma. ¿Quieres un trozo? Gracias. Toma. Yo soy Alonso. Yo soy Isolda. ¿Vives aquí? No, no directamente. Estoy en su besuch. De visita. Uf, hace frío. ¿Vienes aquí?
Gracias. Danke. Danke. Siehst du? Jetzt sprichst du Deutsch. No lo entendido todo, eh? Macht nichts. Macht nichts. Nichts? Nada. Nichts? Nichts? Nichts. 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 ¿Y las estrellas? Sterne. Sterne. Estrellas, Sterne. 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 Sí. Isolde. Isolde. ¿Tu padre? No. ¿Tu marido? Ich bin allein, soltera. ¿Soltera? ¿Allein? Allein. ¿Du allein? Ich allein? Nichts allein? Nein, wir sind nicht allein. Isolde! Te está llamando a ti. Isolde! Lass ihn rufen. George, haben Sie Isolde gesehen? Nein, Sir. Darf ich mich jetzt zurückziehen? Nein, ich suche Zerstreuung. Kommen Sie, wir spielen ein Partie Schach. Es gehört sich nicht, dass ein Butler seinen Herrn Schachmatt setzt. Trotzdem spielen wir. Kommen Sie. Wie Sie wünschen, Sir. Wie steht das eigentlich? Wie oft haben Sie mich schon besiegt? Ich weiß nicht, Sir. Ich weiß nur, dass Sie noch nie gewonnen haben. Noch nie? Nein. Und nicht einmal ein Remis konnte Sie erzwingen. Und wie fühlen Sie sich dabei? Nicht gut. Nicht gut? Ja, Sie sind kein Gegner. Es ist langweilig. Ich spiele nur mit Ihnen, weil Sie es wünschen. Sogar Ihre Eröffnung ist unter aller Würde. Diese auch? Tja, was wollen Sie mit Ihrer Dame hier an vorderster Front? Jetzt müssen Sie einen Rückzug einleiten und verlieren dadurch zwei Züge. Ich leite nie einen Rückzug ein, George. Ich bin ein Draufgänger. Schach. Matt. Schon? Ja. Na, was hätte ich denn tun können? Sie sollen gar nicht Schach spielen, Sir. Besorgen Sie mir jemanden, der schlechter spielt, sagt ich. Ich möchte auch einmal gewinnen. Entschuldigen Sie, Sir, aber ich fürchte, dass solch ein Spieler nicht zu finden sein wird. George, Sie sind unhöflich. Jawohl, Sir. Darf ich jetzt gehen? Ja. Si eres un artista, ¿no? Sí. Qué bonito. Schenkst dir. ¿Sí? Sí, para ti. ¿Para mí? Danke. Me tengo que ir. ¿Sabes? Me llevo el rebaño a la montaña. Tú vendrás cuando... ¿Vale? Ich komme. Me voy. Hallo, Isolde. Hallo. Wo waren Sie denn die ganze Nacht? Ich war nicht hier. Das haben wir gemerkt. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ihr Privatleben geht mich nichts an. Sie können tun und lassen, was Sie wollen.
Aber ich frage mich nur, ob es Ihnen vielleicht hier nicht gefällt. Doch, doch, es gefällt mir. Ich habe Sie eingeladen, hier bei mir zu leben, damit Sie völlig frei und unbehindert von materiellen Zwängen sich Ihren Inspirationen hingeben können. Weil ich halte Sie für ein großes Talent, Isolde. Wirklich. Sie sollen hier nur malen. Das ist alles, was ich von Ihnen erwarte. Ich weiß. Falls Sie woanders leben möchten, sagen Sie es mir. Stört Sie hier irgendwas? Nein, mich stört überhaupt nichts. Es ist bloß der ganze Luxus und Ihre Großzügigkeit. Das ist ein bisschen ungewohnt. Und das bedrückt Sie? Ein bisschen. Sie werden sich schneller daran gewöhnen, als Ihnen vielleicht später lieb ist. Entspannen Sie sich. Genießen Sie den Garten. Die Inspirationen kommen von selbst. Ich lasse Sie für ein paar Tage allein. Ich muss nach Madrid zur Kunstauktion. Und vielleicht wollen Sie mir dort begleiten. Nach Madrid? Nein, ich bleib lieber hier. Ganz so bedrückend ist der Luxus also doch nicht. Sonne scheint. Es ist unser letzter Urlaubstag. Hm. Ach, muss das denn sein? Was denn? Dass du aufstehen musst oder dass unser letzter Urlaubstag ist? Beides. Schlägt dem Glücklichen dann eine Stunde? Hm? Jawohl. Zum Beispiel die Stunde der Entscheidung. Aber diese Entscheidung ist doch längst gefangen. Ich kann ohne dich nicht mehr leben. Dies bitte teile mir erst morgen früh mit, wenn die Koffer gepackt sind. Morgen ist der Stichtag. Also gut, dann werde ich es dir morgen noch einmal sagen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Aber ich muss mich auch nicht entscheiden. Ich auch nicht. Weil ich mich schon entschieden habe. Nur sei nicht misstrauisch. Das wirft einen Schatten auf unseren heutigen Tag. Unser letzter Tag hier. Ja? Auch nicht einen klitzekleinen Schatten. Ach, es ist ein Jammer, dass ich nicht schon vor ein paar Jahren drauf gekommen bin, mit dir mal 2 Wochen in den Süden zu fahren. Dann hätte ich es damals schon gewusst. Du und sonst keine. Ein paar heimliche Stunden am Wochenende. Es gibt ihm keinen Aufschluss. Ein Urlaub im Paradies vielleicht auch nicht. Doch, doch. Hey, du willst mich doch nicht etwa abhängen? Nein. Na, das ist gut. So, was machen wir heute, hä? Also, zunächst mal gut frühstücken. Ich habe einen Bärenhunger, weil du wieder so lange geschlafen hast. Und dann? Wir fahren nach Manapur, denke ich. Und wenn wir es noch schaffen, in die Drachenhöhlen. Und der Tierpark? Au. Wir haben noch nicht annähernd alles Sehenswerte auf der Insel gesehen. Warum bleiben wir nicht noch 2 Wochen? Weil der Abreisetag der Tag der Entscheidung ist. Und der Tag der Entscheidung ist... Ist morgen. Das nennen Sie Treue? Ganz ungelegen scheint Ihnen meine Kündigung nicht gekommen zu sein. Naja. Ja. Frank will schließlich auch weiterkommen. Hat er Ihnen gesagt, dass er Ihren Job übernehmen will? Ja, ja. Das ist alles in allem eine gute Lösung. Ich habe gehört, Sie wollen nicht zuletzt auch wegen Gabriela nach Ibiza. Auf Ibiza hat sie bessere Chancen. Ihr Laden hier ist nicht zu halten. Nur erst muss sie ihren Laden zu einem einigermaßen angemessenen Preis verkauft kriegen. Und dann hängt es noch. Aber das werden Sie schon schaffen. Ich hoffe. Und Frank auch. Also los, meine Herren, an die Arbeit. Ich übernehme inzwischen die Rezeption. Oh. Das ist ja so komisch. Was hast du denn? Alle Menschen sind untreu. Meinst du unseren Animateur? Ja. Er hatte doch kürzlich noch eine andere, oder? Diese andere hat ihm das Leben zur Hölle gemacht. Deine Mutter macht's mir auch nicht immer leicht. Trotzdem bleiben wir zusammen.
Und der da erst. Guten Morgen, Frau Merz. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Merz. Morgen. Was hast du denn an Herrn Merz auszusetzen? Dasselbe. Ach. Ich war gerade am Telefon, als seine Frau aus Frankfurt angerufen hat. Kann ich bitte meinen Mann sprechen? Das da ist seine Freundin. An der Stelle machst du immer einen Fehler. Ja, lieber Schwiegervater. Es ist hier ein Hotel und keine Eheberatung. Es ist nicht mehr wie vor 30, 40 Jahren, wo die Pensions- und Hotelwirte sich erkundigt haben, ob die Pärchen auch verheiratet sind. Ich mache mir eben so meine Gedanken. Wie war es denn gestern im Theater? Schön. Warum bist du nicht mitgegangen? Ich hatte keine Lust. Bald kommt ja wieder meine Mutter aus Deutschland. Was hat denn das damit zu tun? Du hast bessere Laune, wenn meine Mutter da ist. Du bist unternehmungslustiger. Quatsch. Diesen Blödsinn hat doch schon Max von sich gegeben und Michael. Ihr habt alle einen Knall. In meinem Alter ist man über solche Dinge erhaben. Du hast recht, Vater. Entschuldige. Der da, das ist ein feiner Mensch. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schulz. Meinst du Herrn Schulz? Ja. Michael hat ihn mal in Verdacht gehabt, das Bild gestohlen zu haben. Das erste, das du von Sarah gemalt hast. Und du hast ihn ja wohl auch verdächtigt. Ihr habt eben alle keine Menschenkenntnis. Da genügt ein einziger Blick, um zu wissen, der da, der tut nichts Unrechtes. Was guckst du denn so? Nur so, Vater. Hat keine Bedeutung. Ihr habt nach dem Theater wohl noch tüchtig einen gebechert, was? Ja, war ganz nett. Hast du jetzt unseren Kater? Ich? Wieso? Ich hab dir vorhin schon gesagt, mir geht's gut, ich fühle mich wohl. Von meiner Gastritis mal abgesehen. Aha. Nix aha. Meine Gastritis hat sich noch nie auf meine Stimmung ausgewirkt. Opa, los! Fix! Oma ist am Apparat, an der Rezeption. Was? Ja, los! Na, das ist ja wohl... Na, oh, ich bin schon unterwegs, entschuldige. Wo? An der Rezeption? Ja, ja. Na, gut. Nun jauchzen wir mir die Geigen. Du... Was ich sagen wollte, der Kuhn hat angerufen, der will mich mal sprechen. Sprich mit ihm. Hast du eine Ahnung, worum es geht? Nur andeutungsweise. Ich glaube, er will verkaufen. Ja, das kam mir auch so vor, aber an wen? Weißt du, ob Papa davon Wind bekommen hat? Gestern im Theater hat er mit Kuhn längere Zeit in der Pause gesprochen. Aber worüber weißt du nicht? Nein. Aber das wird der Kuhn dir ja sagen. Na, da hast du recht. Na gut. Tschüss, Mami. Tschüss, mein Junge. Artista, ¿eh? ¿Un artista eres tú, con la flauta? No. Yo toco solo lo que se me ocurre. Na, wie sieht's aus? Ich komm gleich. Ja, ja, lass dir Zeit. Hola, Fernando. Setzen wir's darüber. Ja. Hast du schon gehört, dass ich verkaufen will? Ja, es drang sowas an mein Ohr. Schade, da weiß man ja nicht, was für ein Depp nachkommt. Das kann man nie wissen. Du willst ja nicht einsteigen. Tja, wie du weißt, habe ich ja nur eine abgebrochene Autoschlosserlehre. Außerdem dürfte es mir erheblich an Kleingeld fehlen, an sittlicher Reife sowieso und an der begeisternden Zustimmung meines lieben Herrn Papas. Auf die Begeisterung kannst du doch verzichten. Was willst du denn damit sagen? Dass er ohne Begeisterung einverstanden ist. Nee, nee, nee. Doch! Also gut. Ich zahle dir 3.000 Peseten und 25. Dein Vater kauft. Du hast es gut. Weiß ich nicht. Bist du sicher? Es ist jetzt ja wohl klar, dass Frank mal das Hotel übernimmt, wenn deine Eltern sich zur Ruhe setzen. Naja, was das angeht, wird dein Vater noch mit dir sprechen. Wichtig ist, dass du deine abgebrochene Lehre beendest. Beziehungsweise erstmal wieder aufnimmst. Bei mir. Denn so schnell geht das ja alles nicht. Und noch wichtiger ist natürlich, dass du Lust dazu hast. Ich werd verrückt. Hey! Was ist los? Warst du zu lange in der Sonne, oder was? Du, bleibt Fernando? Das ist die einzige Bedingung. Hoffentlich weißt du, wen du hier vor dir hast. Ich werde Boss hier. Nein!
Boss ist fürs Erste dein Vater. Der managt den Laden, bis du das hast, was du selbst als sittliche Reife beschrieben hast. Ach, ich wusste, dass da irgendwo ein Haken ist. Wahrscheinlich muss ich immer pünktlich und zuverlässig sein, ne? Du sagst es. Ach, das ist hart. Ich hatte ja nie ein richtiges Härtetraining. Haben ja alle im entscheidenden Augenblick resigniert, anstatt mich hart anzufassen. Insofern bin ich das Opfer meiner eigenen Erziehung. Ich müsste mir alles selber beibringen. Pünktlichkeit, Ausdauer, Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein. Ja, also mache ich, aber muss das unbedingt heute sein? Du, eine Frage noch. Ja? Warum verkaufst du eigentlich? Isabel will bei ihrem Vater sein. Er lebt in Argentinien, weißt du. Er ist krank. Aha. Ich werde euch vermissen. Das hoffe ich, aber es dauert ja noch. Danke. Danke deinem Vater. Darauf kannst du dich verlassen. Adios. 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 Adios, Isabel. Bis bald. Eh? Hasta luego, Isa. Michael, ah? Die Feier des Tages. Was ist denn los mit dir? Eben warst du doch noch außer dir vor Freude. Bin ich auch immer noch. Weißt du, nur das Gefühl, dass ich bald Verantwortung haben werde. Verantwortung. Ja, das war ja bisher ein ziemliches Fremdwort für mich. Ich meine, man kann sich ja nicht gut selbst in den Hintern treten. Ich bin ja auch noch da. Würdest du? Gelegentlich und nicht allzu heftig? Ist das nicht Isolde? Ich dachte, die hat sich bei Hawk einquartiert. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Na? Na? Wie geht's dir? Wunderbar. ¿Qué es una rota la casa? Das ist aber du nicht gemalt, oder? Natürlich habe ich das gemalt. Dice que no lo he pintado yo. Claro que lo ha pintado ella. Ich verstehe zwar nicht viel davon, aber meine Mutter. Kann ich es dann mitnehmen und dir zeigen? Na klar, aber nur geliehen. Ja, sicher nur geliehen. Sag mal, du hast doch bisher immer nur gut gemalt, wenn du deprimiert warst. Jetzt bist du aber glücklich. Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr, ob ich glücklich bin oder nicht. Mhm. Ich kann malen. Sarah? Schau mal. Schau dich. Ja, stark. Echt stark. Ich glaube, das liegt an Alonso. Wo finde ich dich denn? Du willst doch sicherlich wissen, was meine Mutter dazu sagt, oder? Heute Morgen noch hier, übermorgen wieder bei Hawk. Mhm. Der ist zurzeit verreist. Ja. Irgendwie wird es schon klappen. Aber nicht, dass Hawk was von den Bildern erfährt. Ich möchte, dass es eine Überraschung finden wird, okay? Alles klar. Wollt ihr mal hören, wie Alonso auf der Flöte spielt? Toca. No, no, no. No se puede tocar a la orden. Venga. Ihr habt ja gehört, es geht nicht auf Kommando. Na dann ein andermal. Entonces la próxima vez, ja? Eh? Okay, okay, adios. Adios. Hasta luego. Hasta luego. Scheint ein guter Tag zu sein, ne? Ja. Komm, setz mal. Mhm. Ah, ich bin froh, dass ich dich liebe und nicht Natalie. Wie kommst du denn jetzt drauf? Na ja, ist doch ganz einfach. Natalie reist morgen ab und du bleibst hier. Sag mal, habe ich das jetzt richtig gehört? Was? Dass du gesagt hast, dass du mich liebst. Ja, habe ich das noch nie gesagt? Nein. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich meine, ich sag's eben oft verschlüsseln. Wenn ich zum Beispiel sage, sieh mal das Schiff da, oder wenn ich dir eine Blume schenke. Zum Beispiel. Ja, natürlich. Gut. Bis dann, ja. Mama. Ja.
finde ich deinen Papa? Der ist mit einer Luftfracht zum Zollamt. Oh. Hast du mit Kuhn gesprochen? Letzter wollte ich ja mit Papa sprechen. Die Sache scheint sich gut zu entwickeln. Wie schön für dich. Du hast einen Augenblick für mich Zeit. Nein. Doch, du musst. Ich muss dir was zeigen. Komm. Zeig mir. Voila. Woher hast du denn das? Das hat mir die Freundin eines Ziegenhirten geliehen. Und woher hat die das? Gemalt. Oh. Gefällt's dir? Ja, sehr. Suchst du was? Na, es ist nicht signiert. Bist du ganz sicher, dass die Freundin dieses Ziegenhirten die Bilder nicht gestohlen hat? Mhm. Unsere Isolde hat's gemalt. Nein. Ja. Sie will aber nicht, dass Hawk was davon erfährt. Sie hat erlaubt, dass ich es dir mal zeige. Na, wo willst du denn hin? Das hast du doch nicht gemalt. Nein, leider nicht. Na gut, lass es hier. Du sollst es nicht verkaufen, du sollst es nur beurteilen. Ach so. Stilistisch etwas unausgewogen. Ja, das sehe ich auch. Ich meine die Wirkung, die es auf dich macht. Ich würde dem Maler ein Stipendium verschaffen, wenn es in meiner Macht läge. Ah. Die Komposition, die Farben. Wer hat's gemalt? Das tut nichts zur Sache. Lisa? Sag mal, willst du mir nicht... Ja? Was heißt ja? Ja heißt ja. Uneingeschränkt. Hm. Nein, Moment. Ich meine, uneingeschränkt im Hinblick darauf, dass es sich ja wohl um einen Anfänger handelt. Nicht? Der Mann wird noch hart an sich arbeiten müssen. Es ist eine Frau. Ach so? Mhm. Bist du jetzt unter die Mäzene gegangen? Nein, ich nicht. Michael hat die Malerin aufgestöbert. So. Dann soll er sie mal zu mir bringen. Ich ließe sich machen. Gregor, ich finde das Bild sensationell. Ja, ich auch. Aber würdest du mal die Freundlichkeit haben, dich an dein Kunststudium zu erinnern? Und an deine Kollegen von damals, die schienen doch alle sensationell zu malen, nicht? Sogar genial. Und was ist aus ihnen geworden? Sie sind in der Versenkung verschwunden. Du dagegen. Du warst fleißig, nicht? Du warst bemüht, gut, warst talentiert. Aber du hast den Durchbruch geschafft, und zwar nach 20 Jahren. Kannst du was für sie tun? Nein. Dann kann ich mal was für dich tun, Sherry vielleicht oder so. Ach bitte, Gregor, bleib beim Thema. Hm? Also du denkst an ein Stipendium oder sowas, ja? Oder sowas, ja. Also. Danke. Du sei ehrlich, ist die Malerin die kleine Verrückte, die mal bei dir gewohnt hat? Ja, woran erkennst du das? Sie hat vorher nie so gemalt. Sie hat ein Faible für Lila. Pass mal auf. Wir lassen sie jetzt eine Weile so weitermalen und dann vereinbaren wir ein Treffen mit ihr. Einverstanden? Einverstanden. Michael, wie finde ich mich selbst?
Wie funktioniert dein Ottomotor? Oh. Praktisch kann ich's ja, aber die Theorie, die ist ein Hammer. Na, ich werde es schon schaffen. Ah, du schaffst es schon, Miguel. Musstest du wohl mächtig in die Tasche greifen, oder? Für dich? Mhm. Naja, auch. Aber vor allem für mich selber. Aber wir können das alles jetzt nicht auf den Punkt genau ausmachen. Es hat ja noch viel Zeit. Jedenfalls das Kapital, das ich investiere, bleibt in der Familie. Denn du und Frank, ihr erbt ja mal zu gleichen Teilen. Und die Buchhaltung von der Werkstatt, die läuft ja jetzt hier im Hotel mit. Jedenfalls so lange, bis du dich in diese Materie eingearbeitet hast. Ich denke daran, eine Lizenz für ein paar Zapfsäulen zu erwerben. Und wenn alles gut anläuft, kommt zur Autovermietung vielleicht ein Autoverkauf. Wahnsinn. Ja, eines Tages wird Frank der Chef vom Hotel fahren. Und du der Chef von der Garage Lindemann. Lisa und ich, wir liegen am Strand unter einer Palme und faulenzen Grenzen. So wie Opa, hm? Ja. Ich habe mit Kuhn einen Optionsvertrag gemacht. Das Geschäft kann uns also nicht durch die Lappen. Du Papa. Ja? Danke. Was? Option? Spinnst du, Kuhn? Warum gehst du denn auf das erstbeste Angebot ein? Du hast sie übers Ohr hauen lassen. Max hat sich die Option gesichert. Und du bist auch noch mit seinem Sohn verbandelt. Könnte es sein, dass du ihm so Unsinn redest? Du bist still, du verstehst nichts von Geschäften. Ich rede ja nicht von Geschäften, ich rede davon, dass es für Sarah gut sein wird, wenn ihr künftiger Mann eine gesicherte Existenz hat, ne? Wieso denn? Sarah hat so oder so eine gesicherte Existenz. Sie erbt mein Hotel. Da ist es so zu verstehen, dass es dir lieber wäre, wenn der Miguel auf keinen grünen Zweig käme und Sarah auf der Tasche läge? Jawohl. Barbaridad. Was Geschäfte angeht, da gibt es keine Liebe und da gibt es auch keine Freundschaft. Sag mal, Papa, gehört Mama nicht ein Teil von deinem Vermögen? Was hat das denn damit zu tun? Dass sie mitbestimmen könnte. Und zum Beispiel sagt, Geschäfte haben sehr wohl was mit Liebe und Freundschaft zu tun. Zum Beispiel bei Michael und mir. Quatsch. Mama versteht nichts von Geschäften. Aber vielleicht versteht sie was von der Liebe. Du lieber Gott, was ich mir alles anhören muss. Mama versteht was von der Liebe. Okay, okay. Ich will nicht leugnen, dass ihr Entschluss, mich zu nehmen, das heißt besser gesagt, mich sogar zweimal zu nehmen, in einer gewissen Hinsicht. Ihr nehmt mich nicht ernst. Ich bin Geschäftsmann, versteht ihr? Ich hab's nicht nötig, auf diesem Niveau zu diskutieren. Und es ist mein gutes Recht, mich zu ärgern, wenn Max Geschäfte macht und nicht ich. Aus, basta, Ende der Kletterstange. Nun ist alles wieder gut. Nun hat er Dampf abgelassen. Koll. Ach, Max. Grüß dich, alter Junge. Ja. Ja, ja, klar, alles bestens. Wir haben gerade von dir gesprochen. Das hast ja clever hingekriegt, das Geschäft mit Kuhn, was? Was ich? Ach, lieber Gott, was soll ich denn mit einer Autowerkstatt? Ja, schön, in einer halben Stunde bei Alfredo. Ja, gut. Ja, kann ich dir helfen? Ja, ich bin schon fertig. Du, Schätzchen, lass bitte nichts liegen, ja? Nein, nein. Sag mal, die Tickets, hast du die? Die Tickets hab... Ja, die hab ich. Gut. Ja, herein. Ah. Buenos dias. Buenos dias. Das kann alles schon runter, ja? So. So. Du, ich geh schon mal runter, die Rechnung zahlen, ne? Liebling, nur keine Hektik. Der Bus zum Flughafen fährt bestimmt nicht ohne uns ab. Hm? Hast du auch wieder recht. Guck mal, ab jetzt gehöre ich dir. Ganz. Für immer. Spätestens 5 Minuten nach meiner Rückkehr in Frankfurt werde ich zu Marianne sagen. Marianne? Ja? Marianne, ich liebe Evelyn. Ich verlasse dich. Diesmal glaube ich dir. Geh schon vor, ich komme gleich nach. Ich warte auf dich in der Halle, ja?
Ja, so ungefähr noch eine Stunde. Ich rufe dich an. Ja, mach das. Vom Flughafen aus. Vom Flughafen Palma aus. Nein. Doch. Und du schreibst mir ganz bestimmt? Ganz bestimmt. Natalie weint, weil sie nach Hause muss. Und ich wäre so gern wieder einmal in Deutschland. Ach ja? Ja, du nicht? In Form eines kleinen Heimaturlaubes vielleicht, aber dann möchte ich mit Sicherheit ganz schnell wieder zurück. Wie kommst du da plötzlich drauf? Ist das eine vorübergehende Stimmung? Ja, vielleicht. Ich habe einfach ein bisschen die Nase voll von der Arbeit, meine ich. Hm. Ich möchte einmal so richtig ausspannen. Das kannst du nur in Deutschland? Im Grunde genommen auch hier. Aber hier haben wir ein Hotel und in Deutschland nicht. Ich erinnere mich vor 2 Jahren an unseren letzten Deutschlandbesuch bei meiner Mutter. Nach 3 Tagen Dauerregen, da hast du mich zum Flughafen gezerrt. Ziel Mallorca. Ich weiß. Trotzdem, irgendwie sollten wir ernsthaft darüber nachdenken. Wir leben und arbeiten für Leute, die Urlaub machen. Wann machen wir Urlaub? Hm. Wann spannen wir mal auf? Hm. Wiedersehen. Danke für alles. Wiedersehen, Natalie. Ja. Schönen Gruß zu Hause. Hm? Tschüss, Natalie. Und schreib mal. Ne? Ja. Wiedersehen, Natalie. Guten Flug. Danke. Hey, Natalie. Willst du abreisen, ohne mich ans Herz zu drücken? Tschüss. Pass auf dich auf. Bis bald. Wiedersehen. Also, oh, Familie Merz. Dankeschön. Es war Dankeschön. Wunderbar. War sehr gute schön. Heimreise. Sehr schön. Freut uns. Ein bis nächstes Mal. Danke. Danke. Ja, eben. Die Frau hier hat das vergessen. Bringst du es zur Rezeption, bitte? Zum Nachschicken. Mhm. Na, Frau Lohmann sagte mir gestern, dass sie noch 2 Partnerinnen für ihre Bridge-Runde braucht. Jasmin, das ist in der 24 liegen geblieben. Ah, schicken wir nach. Michael, suchen Sie bitte die Heimatasche der 24 und verpacken Sie das hier aus Becken. Hm? Das mache ich glatt. Kann ja noch mit der Post weg. Ja. Also, meine Damen, ich werde Sie gerne mit Frau Lohmann bekannt machen. Sie sitzt, glaube ich, noch in der Bar. Habs, wie siehst du denn aus? Gast hat seinen Wagen nicht angekriegt. Warum hast du mich denn nicht gerufen? Das habe ich ja. Aber wann bist du schon mal in der Nähe, wenn man dich braucht? Fährt er denn wenigstens? Keine Spur. Jetzt rufe ich Kuhn an. Er ist wenigstens hilfsbereit. Lass doch. Ich schaue mir die Karre mal an. Oh, prima. Ich habe Lisa versprochen, mit dir in die Stadt zu fahren. Wäsche und Gardinen kaufen. Lisa, wo steckst du denn? Komm, ja schon. Das ist so komisch. Hältst du mal an der Ecke? Hä? Na, da an dem Haus. Ach so, wozu denn das? Nur so. Na schön. Der scheint heute nicht da zu sein. Mhm. Aber die Fensterläden sind zu. Du, guck mal. Das ist zu verkaufen. Steht auf dem Schild. Ja. Oh, wollen wir es nicht kaufen? Ja, am besten sofort. Ja? Ja, klar. Ist doch ein Klacks für uns. Komm! Entschuldigung, wo ist mein Schminkkoffer? Ja, also ich habe ihn nicht. Ich dachte, du hast ihn. Vielleicht ist er nach vorne im Bus. Ach, was? Ich habe nur meine Handtasche bei mir gehabt. Der muss noch im Hotel sein. Ich habe ihn auf dem Zimmer vergessen. Oh. Ja, um Gottes Willen. Da müssen wir sofort anrufen. Im Hotel? Ja, wo denn sonst? Damit sie dann deine Adresse und nicht an meine schicken. Ja, spielt es denn eine Rolle? Sicher. Oder etwa nicht. Hallo, Frank. Ich bin's, Natalie. Mhm. Alles besetzt. Weißt du's genau. Nur, dass wir uns hier nicht unnötig verrückt machen. Verrückt machen?
Also ich mache mich doch wegen meines Kosmetikkoffers nicht verrückt. Weißt du genau, dass du ihn im Hotel vergessen hast? Ja, aber das macht doch nichts. Warum ist das so wichtig? Warum das so wichtig ist? Ja. Na, wenn das Hotel ihn an meine Adresse schickt und meine Frau rauskriegt, dass ich mit dir hier auf Mallorca war. Ja, aber das weiß sie doch sowieso. Nein, das weiß ich eben nicht sowieso. Aber sie wird es doch erfahren, Uli. Aber wozu? Ich trenne mich von ihr. Deshalb muss sie doch nicht wissen, dass ich mit dir hier war. Also, das verstehe ich zwar nicht, aber wie du meinst. Also, wir fahren jetzt zum Hotel zurück und buchen um auf eine spätere Maschine. Wegen des Schminkkoffers? Wegen des Schminkkoffers, komm. Uli, im Ernst. Wenn du deiner Frau heute sagst, ich liebe Evelyn, ich trenne mich von dir, was spielt denn das dann auch für eine Rolle, wenn morgen, übermorgen oder sonst wann mein Kosmetikkoffer an eure Adresse geschickt wird? Ich hätte gelogen. Ja, wieso? Weil ich diese Reise als Geschäftsreise ausgegeben habe. Meinst du nicht, dass sie dir sowieso nicht glauben wird, wenn sie hört, dass du dich trennen willst? Na gut. Am besten wäre es, wenn du nicht überall, wo du gehst und stehst, etwas vergessen oder liegen lassen würdest. Bleib sitzen, wir nehmen dasselbe Taxi gleich wieder zurück. Vor Jahren, als ich Kind war, ich habe da gelernt in einem Hotel. Also meine Frau, glaube, das gibt meine Frau hat hier ihren Schminkkoffer vergessen. Entschuldigung. Ja, ja. Auf dem Zimmer? Ja, wo denn sonst? Hören Sie zu, ich möchte auf keinen Fall, dass er nachgeschickt wird. Verstehen Sie? Herr Jasny, ist in der 24 ein Schminkkoffer zurückgeblieben. Ist die Post schon weg? Ja. Dann muss er mit fort sein. Tja. Um Gottes Willen. Haben Sie es immer so eilig? Im Allgemeinen sind die Gäste sehr zufrieden, wenn alles reibungslos und schnell geht. Ja, ja, es ist ja gut. Aber sagen Sie, an welche Adresse haben Sie das Ding denn geschickt? An die des Zimmermieters wohl, oder? Das wollte ich ja gerade von Ihnen wissen. Herr Merz, das hat Michael, der Sohn des Chefs, erledigt. Aber ich weiß im Moment nicht, wo er ist. Allerdings ist die Post vor wenigen Minuten raus. Ja. Ja, wohin? Zu welchem Postamt? Cordelio. Cordelio. Gut. Cordelio, Post, verstehen Sie? Moment, wo willst du hin? Zur Post. Die haben dein Schminkköfferchen schon auf die Reise geschickt. Da fährst du allein hin. An dieser Fahndungsaktion muss ich mich wohl nicht beteiligen. Evelyn, es ist dein Koffer. Ich kaufe mir einen neuen. Dann ruf wenigstens am Flughafen an und versuche neue Flüge zu kriegen, ja? Cordelio, Post. Da ist er ja. Na bitte, was regt er sich so auf? Ach, Michael. Ich denke, Sie haben das mit zur Post gegeben. Naja, wollte ich gerade machen. Ist es denn so eilig? Es kam was Dringendes dazwischen. Ach was, eilig ist es nicht. Aber dieser Wichtigtuer hat eben so getan, als hinge das Schicksal der Menschheit davon ab. Einen Gast bezeichnest du als Wichtigtuer? Versehentlich, versehentlich. Ich nehm's zurück. Da kommt seine Freundin. Ihr gehört der Koffer. Na bitte, da ist er doch. Danke. Also jetzt tun Sie mir einen Gefallen und rufen Sie auf diesen Postamt in Cordelio. Ja, danke. An und sagen, falls ein Herr Merz nach einem Päckchen... Hat sich alles erledigt. Ja, richtig, danke. So, und dann geben Sie mir bitte einen Briefbogen. Aber ja, Kurier. Natürlich. Kein Problem. Bitte. Danke. Entschuldigen Sie bitte eine Frage. Ja? Haben Sie Ihren Flug verpasst? Ich fliege nicht. Ich möchte gern länger bleiben. Also, falls Sie noch ein Zimmer haben. Ein Einzelzimmer würde genügen. Sie können sicher für ein paar Tage ein Doppelzimmer als Einzelzimmer belegen. Ich schaue nur mal nach, ob wir etwas frei haben. Na, wunderbar. Lieber Uli, der Schminkkoffer ist wieder da. Was weg ist, das bin ich. Und zwar aus deinem Leben, für immer. Du wirst mich ja hoffentlich nicht fragen wollen, weshalb. Deine Angst vor deiner Frau ist größer, viel größer als deine Liebe zu mir. Insofern bin ich recht froh, meinen Schminkkoffer vergessen zu haben. Dadurch habe ich es gerade noch rechtzeitig bemerkt. Leb wohl, Evelyn. Herr Ober, bitte seien Sie doch so nett und tragen Sie das für mich an die Rezeption. En la Rezeption, por favor.
für Herrn Uli Merz. Der muss da jeden Augenblick auftauchen. Sie, Senor. Danke. Herr Ober, Champagner. Sie wieder.